Recht herzlich willkommen zur 108. Folge von Simotrans. Ja, unser Zug ist hier wieder fast voll. Jetzt müssen wir nur mal gucken, woran hapert es denn, dass das hier nicht weitergeht. Lackfarbe? Bringt er die Lackfarbe jetzt gerade weg oder wie ist das? Ja, die Lackfarbe bringt er gerade weg, deswegen ist da nichts. Das ist also passend immer. Ja, der wird gerade wieder produziert. Dafür braucht Öl, ist aber genug da. Das heißt, das Ding ist an sich zu langsam wahrscheinlich. Dann wäre jetzt noch zu überlegen, ups, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Wäre zu überlegen, zu gucken, ob wir da oben noch eine dritte Tour reinmachen können. Hier warten ja genug Sachen, ne? Und hier. Noch einmal mehr, aber es ist jetzt erstmal, denke ich, naja, lass mal das so, wie es ist. Zurzeit fährt er da zweimal hin und das wird sich ja dann auch abbauen und dann müssen wir weiter gucken, ob das so ist. So, hier ist eine Straße ein Stück weiter gekommen. Hier sieht es ganz gut aus. Ah, da war gerade überfüllt, ne? So, mal gucken, dass wir erstmal da unsere Orte einmal abklappern wieder. Wie wir das immer so machen, ne? Hier passt es aber. Ja, lass mal die Karte nehmen, ist am einfachsten. Von Ort zu Ort zu springen, ne? Hier ist gut. Waldeck hat diese verdammt lange Straße, die wahrscheinlich immer länger wird. Und da drüben auch. Also irgendwann wird es hier auch noch wachsen. Sonderhausen hat Schnee. Und hat die erste Straße hier über den Rand gebaut. Sehr schön. Das kann also nicht lange dauern, dass da was passiert. Hat die auch ein schickes Hochhaus hingekriegt. Richtig viel Passagier aufkommen. Hier unten. Lauter. Ist noch alles abgedeckt. Döbeln hat hier ein Beladungsproblem. Müssen wir mal angucken nachher, ob das Auswirkungen hat. Adolf Zell. Sieht soweit gut aus. Ist wohl alles abgedeckt. Und Adenau. Baut da oben am Rand. Aber insgesamt passt noch alles, ne? Ja. Dann haben wir alles. Dann gucken wir mal Döbeln gerade rein. Beladung 0 von 100%. Okay, die stehen jetzt hier alle und warten auf Beladung. Wer wartet da, dass das da steht? Ach, das ist dem sein. Schild, ja genau, okay. Und die anderen fahren alle rein und raus, das ist wichtig, ne? Nur die Milch läuft nicht, oder wer war das hier? Das war die Milch, ne? Wo bleibt denn die Milch, das ist die Frage. Gute Frage. Die kommt doch eigentlich mit dem Tankschiff hier an, ne? Hier liegt eins. Macht denn das hier? Landwirtschaftliche Güter bewahrt auf Beladung. Okay. Mal die Karte zu. Das müsste hier unten. Na, da kommen auch schon LKW vielleicht. Ne? Ist das der? Ja, der bringt den Weizen dahin wahrscheinlich. Lass mal gerade gucken, ob das dann beladen wird, das Schiff. Läuft. Falsche Fläche, richtige Fläche, aber nochmal für das Schiff. Zu und zu. Und 128, der LKW kommt gerade. Aber das war nicht, doch, ist doch für das Schiff. Jetzt kurz drauf, okay. Und wird auch aber transportiert. Ja, okay. Südfrüchte warten auch noch. Aber insgesamt läuft's. Jetzt kommt das nächste Schiff, das nächste LKW rein. Jetzt sollte das Schiff dann auch wieder fahren, kann das sein? Jo. Müsste jetzt ablegen. Tut's auch. Und da steht noch einer.
Okay. Jetzt ist der leer, ne? Ist die Einbahnstraße von da hinten oder wie sehe ich das? Null von 180. Die fahren halt nicht dauerhaft, ne? Die sollen ja auch. Das soll sich ja lohnen, deswegen hat man das gemacht, aber. Dann wird's hier, wo ist denn das jetzt? Dann wird's da ja auch nicht weniger, ne? Was hier so weit oben, ja, da. Naja. Schwierige Sache. Da fährt einer gerade, zwei. Einer fährt hoch, zwei fahren runter, falsche Taste erwischt. Ja. Das fährt jetzt da lang. Ist so, können wir auch nicht ändern. Sonst wird es nur die Hälfte der Fahrt machen, wieder zurück, dann wird es wieder nicht effektiv ordentlich funktionieren, ne? Würde ich sagen. Was transportieren die hier? Südfrüchte werden gerade abgeholt, okay. Naja, bringt das Getreide weg. Ach so, die Milch war immer noch offen, ne? Wo ist denn die Milch? Die steht hier, die Milchkanne, ne? Südfrüchte. Und das ist hier, glaube ich, ein Stück gut geladen für eine Milch, oder? Warum gibt es keine Milch? Kommt doch von hier oben, oder? Da ist was blockiert. Ah, das bedeutet, wenn hier die Milch nicht abgeholt wird, ne, dann brauchen wir hier nicht gucken, weil hier, der ist zwar blockiert, aber da steht auch der Milchwagen drinne. Dann bedeutet das wahrscheinlich, dass der Markt keine Milch mehr fordert. Hier wird das Problem sein. Milch reichlich vorhanden. Brauchen wir also nichts mehr rüberbringen. Obst wäre noch gefragt, aber es gibt keine Obstlieferanten, oder? Importeur. Textilien sind auch nicht da. Brauerei, Bäckerei, Importeur. Was importiert der? Mandeln, Wafer und Südfrüchte. Südfrüchte arbeiten wir dran. Der Rest ist nicht da. Der Bauernhof ist das mit der Milch. Und Vieh hat er auch. Aber für das Vieh gibt es keinen Abnehmer, ne? Backwaren, Bier, Eier, Zuchen, ne, genau so ist es. Ja, dann kann man da nichts machen, würde ich sagen. Da oben warten sie bei der Dingens hier. Da kannst du überlegen, dass du einen wegschickst dann. Brauerei Markt, Brauerei Markt, Brauerei Markt. Passt. Sind sie alle. Und die da drinnen stehen, sind bestimmt auch für Brauerei Markt, ne? Jupp. Einmal daneben, ist auch vorbei, ne? Brauerei Markt, passt. Das bedeutet, den würde ich sagen, mustern wir aus. Definitiv. Und diese sind die auch schon veraltet. Palettenstück gut. Sack weg. Noch ein weg. Ich glaube, auch der kann weg. So, und wo liegt's dran, dass der Hopfen wieder nicht da ist? Gerste und Hopfen. Jetzt sag nicht, auch das Bier ist hier genug, ne? Wahrscheinlich dann. Ja, genau so ist es. Das wird dann auch nicht angefordert. Und der Trecker hier,
Ach, den haben wir schon ausgetauscht. Das ist jetzt ein LKW geworden. Okay. Dann braucht er auch kein Hopfen hin, ne? Da steht auch. Gut, okay. Damit ist das erledigt. Hier wird es nicht weitergehen, weil der Markt nicht abnimmt. Ja, gut. Wahrscheinlich läuft es hier bei Mehl genauso schlecht. Aber hier ist kein Weizen. Hier ist auch reichlich Mehl. Das Weizen kommt deswegen nicht, weil wahrscheinlich auch der Mehlüberschuss da ist, ne? Die Bäckerei produziert auch nicht, weil auch wahrscheinlich genug im Dingens ist. Im Markt wieder ist. Aber hier fehlt der Zucker, wenn. Und hier die Backwaren. Das. Ne, Backwaren würde gehen. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Kette hinkriegen. So. Dann lass uns schnell nochmal da hinten hingehen. Bäckerei fehlt definitiv der Zucker. Kommt gerade ein LKW an. Was bringt der? Der hat Mehl gebracht. Zucker kommt von Döbeln, glaubt, ne? Da war die Zuckerrübenfabrik, oder? Hier ist die Zuckerrübenfabrik. Die haben Zuckerrüben, aber es fährt kein LKW dahin. Details. Ne, Statistiken gab es da was. Nee, das ist jetzt das nicht, was ich will. Ich möchte gerne wissen, wo ist denn hier der Halt für die Dingens? Ist das der, ne? Genau. Wer hält hier an? Das war meine. Zucker. Ah, da fährt auch nur einer, ne? Das ist natürlich nicht so dolle. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf Zuckerdöbeln Adenau und machen da mal noch einen LKW drauf oder zwei, ne? Dann müssen wir hier hin. Mal hier Zucker. Der LKW mit dem Anhänger und Döbeln. Ne, Zucker hieß die Route, ne? Ja, Zuckerdöbeln, da ist er. Das Ganze kopieren wir zweimal und starten dann durch. Wollen wir hoffen, dass das so klappt. Die warten auf Freistrecke. Während hier wieder die Frage wäre, die fahren jetzt direkt dahin, oder? Kann das sein? Ah, jetzt habe ich die Bushaltestelle erwischt. Und das bräuchten die vielleicht gar nicht. Ich gehe davon aus, dass wir nur bis hier müssten. Weil die Backwaren werden im LKW ja angeliefert, ne, oder? Der fährt leer durch die Gegend. Was fährt der? Nix fährt der. Fährt überall leer lang. Was hat er denn jetzt? Eier hat er drin diesmal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das so, dass wir hier die eine Strecke noch umbauen. Dann brauchen die LKWs nicht so weit fahren, die Zuckerlinie. Müssen wir ändern. Diese hier ist das. Linie ändern. Döbeln Rathaus ist richtig. Adenauer. Adolfzell Markt. Ach, der. Na, die sollten schon dahin liefern dann auch. Okay. Das ist ja dann doppelt.
Das ist jetzt die Frage, ne? Dann können wir das aber rausnehmen, weil die anderen da ja lang fahren, ne? Löscht das mal raus. Der fährt nur bis, die fahren jetzt nur bis zum Markt. Dann müssten sie hier nachher Zucker ansammeln. Lass mal schneller laufen. Dann müssen wir mal gucken, ob der Zucker. So, da kommt Zucker. Wird aber auch abgeholt, also passt's. Ja, ist auch wieder weg. Zucker. Läuft, ne? Gut, dann ist das geklärt. Gucken wir gerade bei der Großbäckerei nochmal rein. Oder hier. Die haben jetzt auch Backwaren drauf, deswegen läuft es jetzt wieder, ne? Dann müsste hier ja genug laufen. Zucker ist da, Backwaren kommen dann dadurch wieder eine Einnahme gesichert. Gut, okay, haben wir das. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.